Ja, herzlich willkommen zu meinem neuesten Unboxing-Video und heute präsentiere ich euch den Anime mitsamt Sammelschuber Another. Und zwar ist das Volume 1, war im Angebot beim Mediamarkt und da musste ich zuschlagen. Ich wollte ja den Anime eh mir holen, weil ich finde den richtig toll. Schade, dass das nicht eher schon angeboten wurde oder schade, dass dieser Anime nicht schon komplett erschienen ist in Deutschland. Er sollte ja eigentlich schon im Februar rauskommen, ist leider jetzt erst im Ende September, Oktober erschienen. Das erste Mal bin ich jetzt nicht mal ganz sicher. Oder sogar August. Ich hätte ihn so gerne wahrscheinlich komplett dann im Horror-Oktober gerne gesehen, auf Deutsch. Ich kenne ihn ja schon, deswegen hätte ich ihn lieber erstmal in Deutsch angeschaut, nochmal neu. Aber gut, jetzt habe ich das erste Volume. Hat mich genau 20 Euro gekostet, mal wieder bei einem Gönn-dir-Dienstag oder war das ein Donnerstag, keine Ahnung, von Mediamarkt. Und das gute Stück ist jetzt da. Packen wir mal das gute Stück aus. Und ja, was soll ich noch zu dem Anime sagen? Sehr, sehr toller Anime. Und mit einem. Ja, Atmosphäre auch richtig cool zum Gruseln. Vor allem habe ich mir in der Nacht angeschaut. Richtig genial. Kann man sich immer mal wieder anschauen. Und deswegen habe ich mir auch gekauft. Weil, ihr wisst ja, muss sofort her. Gut, da haben wir eine Art Hochglanzschuhe. Da sieht man schon gleich die Fingerabdrücke. Das geht ja schnell hier. Oder was weiß ich, was es ist. Und sieht echt schön aus. Plus wieder das Blu-ray-Teil und so weiter und so fort. Dann haben wir wieder den Flyer draufgeklebt von Kase wie eh und je. Da probieren wir mal das vorsichtig abzumachen. Okay, es löst sich eigentlich richtig schlecht oder gut, wie man es so sieht mit diesem Kleber. Das ist echt mies mal wieder. Wie eh und je, ich hasse es. Und ja, ich könnte es mit einem Föhn machen oder so. Aber es ist doch bescheuert sowas. Warum machen die das nicht einfach so? Backflyer rein, einschweißen und fertig. Na gut, man kann ja nicht alles haben. Und ich hoffe, da ist jetzt nicht irgendwas kaputt. Sieht fast so aus. Nee. Sind nur noch so kleine Reste und schon ist es weg. Schon ist es weg, gut. So schaut dann das Backmotiv aus von diesem Sammelschuber. Und so schaut das von der Seite aus, von unten und von oben. Gut, der Anime ist von, er ist jetzt auch schon etwas älter, 2012, wenn ich das richtig lese, und ist halt jetzt erst rausgekommen, 4 Jahre später. Und schauen wir uns mal den Backflyer an. Da haben wir die ersten 4 Episoden, habe ich gesehen. Deutsch, Japanisch und natürlich deutsche Untertitel. Und wir haben ein Booklet mit dabei. Ja, das war's eigentlich. Gut, machen wir mal hier das ganze Zeug raus. Und da habe ich gesehen, dass das Pappteil diesmal wieder, also dieser Platzhalter, mal wieder bedruckt ist. Finde ich ganz nett. Ist so schwarz bedruckt. Und mir ist es auch nicht. Finde ich toll, dass sie es mal wieder gemacht haben. Und tun wir mal den Sammelschuber da nach hinten. Gut, da haben wir dann die normale M-Ray. Ist sogar inklusive Wendecover, steht da. Wendecover. Und andere Volumes werdet ihr in keinem anderen Video sehen, außer halt in einem Sammlungsupdate. Aber ansonsten werdet ihr es nicht mehr sehen, weil ja, wie gesagt, ihr kennt mich ja, ist nur eine normale Hülle und da wird kein Video folgen. Das gleiche steht halt hier auch wieder drauf, wie bei dem Flyer. Und da sehen wir das Wendecover und ja, ist ein komplettes Wendecover, da könnte man dann, genau, das ist halt dann das gleiche Motiv, zeige ich euch jetzt nicht. Da haben wir einmal die Blu-ray von Volume 1 und stellen wir das mal hin. Sieht eigentlich ganz nett aus. So, dann haben wir halt hier das Booklet. Schauen wir mal rein, da sind dann die ganzen Charaktere, denke ich mal, drin wieder. Und bin mal gespannt, ob dann auch wieder Booklets dabei sind bei den ganzen anderen Volumes. Und ich denke schon, weil hier stehen die Episoden 1, 2, 3 und 4. Okay, dann werden die anderen auch wieder Booklets dabei haben. Ganz nett, auch wieder hier so Interview von dem Cast und so weiter und so fort. Ja, das ist das Booklet gewesen zu Volume 1 und das war's dann auch schon wieder mit diesem Video hier. Das war Another Volume 1 mit Sammelschuber. Und ach, das können wir jetzt einfach so hinstellen und fertig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vielleicht euch angeregt, den auch mal zu kaufen. Er ist echt ein toller Horror-Anime. Kann man sich anschauen, auch so für Horror-Fans mal sowas nebenbei, so 12, wie war das, 12 oder 13 oder 14 Episoden, irgendwie sowas. Dann ist er auch abgeschlossen. Er ist abgeschlossen. Kann man sich also ruhig kaufen. Er ist abgeschlossen. Super Atmosphäre, auch zum Gruseln, wenn man ihn in der Nacht anschaut, kann ich echt jedem wärmstens empfehlen. Vor allem Anime-Fans und vielleicht auch sogar Horror-Fans. Er ist an manchen Stellen echt immer ganz schön blutig. Ich sag nur Regenschirm. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.